Moin Moin und alle herzlich willkommen zu einer neuen Lesung von Jörg, Joggle 66, Stunde der Wahrheit, Teil 8 heute aus dem wunderbaren Buch Kreml und Vatikan, ein Kampf um die Macht durch 5 Jahrhunderte. Wir lesen immer noch eben in dem Teil dem Ende entgegen und wir haben das Ende von dem Demetrius ja jetzt im Grunde schon gesehen. Wir gehen aber jetzt noch ein klein wenig zum Ende dieses Kapitels hin und ich blätter hier zwischendurch in meinem Buch nochmal und dann gehen wir in ein paar Seiten in das nächste Kapitel, das heißt die dichterische Gestaltung des Falles. Ihr habt euch vielleicht mal gewundert, weshalb in dem Vorspann oder auch in dieser Lesung immer das Bild von dem Schiller ist. Was wusste er wirklich? Ja, weil der Schiller eine ganz wichtige Rolle spielt und es ist gar nicht mal so einfach, sein Werk zu bekommen. Mit dem Namen Demetrius. Auf jeden Fall werden wir jetzt heute dieses kleine Kapitel, denke ich jetzt mal, beenden. Und ich habe mir vorgenommen, eben noch mal ein klein wenig in mein Buch, die Seiten hier, in dem Buch noch mal ein klein wenig zurückzugehen. Wir hatten ja gelesen auf Seite 82 unten und dann nach dem ersten Absatz auf Seite 83 oben hatten wir aufgehört letztes Mal. Aber wegen der Fortführung, dass wir auch noch mal gut reinkommen, um was es jetzt eigentlich wirklich geht, möchte ich gerne noch mal kurz auf Seite 82 den letzten Absatz zurückgehen. Und dann werden wir von da aus weiterlesen. Ich bin auch inzwischen noch kurz in meinen Notizen hier am Gucken, wo ich noch was notiert hatte. Weil das ist ja hier voll gekritzelt, die verschiedenen Seiten mit den ganzen Unterstreichungen, die ich mir genommen hatte. Das nächste ist auf Seite 93. Da sind wir noch nicht ganz. Mal sehen, ob wir da heute hinkommen. Wie gesagt, wir fangen jetzt an auf Seite 82 und letzter Absatz nochmal. Am 29. Mai 1606 wurde Schuisky, der Urheber und Leiter des Aufstandes von der überrumpelten Bojaren-Duma, zum Zaren gewählt. Er hatte sein Ziel erreicht. Selbstverständlich suchten Schuisky und seine Anhänger ihr Verhalten dem Volke gegenüber zu rechtfertigen. Sie hatten ja alle ausnahmslos den falschen Demetrius zuvor als legitimen Zaren anerkannt und für den Sohn Iwans des Vierten ausgegeben. Auf diese Weise entstand dann jene ausführliche, aus 10 Punkten bestehende, zwischen Anführungszeichen amtliche, Klageschrift gegen Demetrius, deren nach dem Bedürfnis gestalteter Inhalt bis in die neuere Zeit kritiklos als historisch verlässlich angesehen wurde. In dieser Schrift wurde die irreführende Behauptung aufgestellt, der falsche Demetrius und der entlaufene Mönch Gregor Otrepjew seien identisch gewesen. Dagegen sind andere Behauptungen, Demetrius habe mit dem Papst zusammengearbeitet, um Russland zu katholisieren und versprochen, russisches Gebiet an Polen abzutreten, richtig. Weitere Punkte betreffen persönliche Handlungen wie Verschwendung, Wollust, Vergewaltigung und so weiter. Handlungen, die auch bei anderen rechtmäßigen Zaren, zumal bei dem russischerseits beliebten und verehrten Iwan dem Vierten, in viel größerem Umfang und schrecklicherer Weise verübt wurden. Ungeklärt bleibt indessen die Frage, wer der falsche Demetrius gewesen ist und ob er selbst geglaubt hat, der Sohn Iwans des Vierten gewesen zu sein. Der russische Dichter Puschkin lässt in seinem dramatischen Gedicht Boris Godunow oder der Pseudo-Demetrius in einer Szene zwischen Marina und Demetrius diesen gestehen, er sei nicht der Sohn des Zaren Iwan, sondern ein entlaufener Mönch. Puschkin folgt mit dieser Version der amtlichen Darstellung der Schuisky, welcher die damaligen russischen Historiker ebenfalls noch eine absolute Beweiskraft zusprechen zu müssen glaubten. Hinter dieser Meinungsbildung stand vermutlich der Wille der Zaren aus dem Hause Romanow, deren Vorfahre und Vater des ersten Zaren aus jenem Hause, der Metropolit Filaret Romanow, bei allen diesen Ereignissen eine etwas zweifelhafte Rolle gespielt hatte. Panthenius, der Historiker, hat überzeugend geschrieben, Zitat: Es unterliegt keinem Zweifel, dass der Demetrius, der 11 Monate lang Zar war, sich bis zum letzten Augenblick seines Lebens für den Sohn Iwans hielt. Mehr noch, als durch seine immer wieder und zuletzt noch angesichts eines furchtbaren Todes wiederholten Aussagen, wird das durch sein Handeln bewiesen. Es ist psychologisch ganz unmöglich, dass ein Usurpator von seinem Auftreten an den ihm bekannten nationalen Vorurteilen so energisch entgegentreten konnte.
Das hätte auch der Einfältigste nicht getan, geschweige denn ein so hochbegabter Mann, wie es Demetrius nach dem Zeugnis aller, die ihn kannten, war. Wir haben ferner schon gesehen, dass er ebenso zweifellos nicht identisch mit Otrepjew war. War er aber der Sohn Iwans? Ende Zitat. Auch Schiller, der berühmte deutsche Dichter, machte gerade diese Frage, ob er ein Betrüger oder ein betrogener Betrüger war, zum Angelpunkt seines Dramenfragments Demetrius. Nachdem Panthenius dann noch einmal alle die widerspruchsvollen Berichte und legendären Verlautbarungen aus jener Zeit berücksichtigt und untersucht hat, kommt er zu folgendem Ergebnis. Zitat: Wirklich entschleiern wird sich das Geheimnis, das die Person des Zaren Demetrius umgibt, wohl nie lassen. Mit seinem Untergang schließt jedenfalls eine der ergreifendsten Tragödien, von denen die Weltgeschichte berichtet. An Iwan dem Schrecklichen, seinen Gesellen und ihren Kindern und Kindeskindern vollzog sich ein furchtbares Gericht. Der letzte Prinz aus dem Blute Iwans starb jedenfalls von Mörderhand, gleich viel, ob als Knabe oder als Zar. Ende Zitat. Wie wir bereits sahen, war Johannes Scherr der Meinung, dass, Zitat, eine vollständige Klarstellung des geschichtlichen Problems vom falschen Demetrius zu Anfang des 17. Jahrhunderts wohl erst dann eine Möglichkeit ist, wenn einmal das Geheimarchiv der Gesellschaft Jesu der historischen Forschung zugänglich sein wird. Dort ist die endgültige Lösung der Frage zu suchen. Ende Zitat. Leopold von Ranke urteilt über die Laufbahn des falschen Demetrius und das Verhalten der Russen, Zitat, durch eine unerklärliche Überzeugung hatten sie ihn anerkannt. Durch eine andere, die sich ihrer noch mit größerer Stärke bemeisterte, fühlten sie sich bewogen, ihn wieder zu stürzen. Das wesentliche Moment war doch auch hier die Religion. In Russland erhob sich wie in Schweden eine Gewalt, die ihrem Ursprung nach den Tendenzen des Katholizismus entgegengesetzt war. Ende Zitat. Des westlichen Katholizismus, des römischen Katholizismus füge ich hier eben hinzu. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass der orthodoxe griechische oder orthodoxe russische Glaube auch katholisch ist. Diesen kleinen Unterschied muss man immer wieder bemerken, weil die meisten Autoren tun das eben nicht. Was ich verständlich finde, ist aber schade, dass es so ist. Aber dafür bin ich ja da, um euch darauf hinzuweisen. Wenn Panthenius den Untergang des falschen Demetrius eine der ergreifendsten Tragödien genannt hat, so könnte man das im Jahre 1607 erfolgende Auftreten eines zweiten falschen Demetrius ein Satyrspiel nennen, wie es bekanntlich in der antiken griechischen Tragödie einer solchen folgte. Die Wiederholung eines gescheiterten Versuchs mit Hilfe eines falschen Prätendenten, ihrem Ziel doch noch näher zu kommen, hatten die Jesuiten, wie erwähnt, bereits in Portugal unternommen. Der Historiker Gustav Droysen schrieb dazu in seiner Geschichte der Gegenreformation, erschienen in Berlin 1893, Zitat, Als Demetrius, nachdem er kaum ein Jahr geherrscht hatte, dank seiner Begünstigung der Polen und der Papisten einer Verschwörung zum Opfer fiel, und der Knäs, also der Fürst Wassili Schwisky, das Haupt der Verschworenen zum Zaren ausgerufen und gekrönt war, tauchte ein zweiter, ein dritter falscher Demetrius auf, die wiederum bei dem polnischen König Unterstützung fanden, bis derselbe dann endlich mit dem Plane hervortrat, Russland an Polen zu bringen. Ende Zitat. Eine solche Vereinigung Russlands mit Polen bedeutete indessen, bei der damals in Polen bestehenden Herrschaft der Jesuiten, Russland deren politischen Zielen auszuliefern und dem Papst zu unterwerfen. Man sieht in diesem Falle besonders deutlich, wie sich Politik und Religion, politisches Machtstreben des Staates und der Kirche verketten und einander nutzbringend ergänzen. Der nach dem Zusammenbruch des ersten Demetrius-Schwindels an die Stelle des päpstlichen Nuntius Rangoni nach Polen entsandte Nuntius Simonetta war angesichts der geplanten Wiederholung dieses Schwindels einsichtig genug, um jesuitisch-polnische Pläne dieser Art zu missbilligen und davor zu warnen. Als die Polen aber tatsächlich den zweiten Demetrius entdeckten und förderten, vollzog sich ein Stimmungsumschwung im Vatikan. Der Papst schöpfte neue Hoffnungen.
Weder Jesuiten noch Polen hatten begriffen, welche Folgen der missglückte Versuch, Russland mittels eines falschen Prätendenten mit polnischer Hilfe zu katholisieren, gezeigt hatte. Böhmer Romon schrieb, Zitat, dieser Misserfolg kam den Polen wie den Jesuiten teuer zu stehen. Konnte man bis dahin kaum von einem russischen Nationalgefühl reden, so trat dasselbe jetzt plötzlich urkräftig hervor. Und zwar offenbarte es sich jetzt zunächst als ausschließlich als ein fanatischer Hass gegen die römische Kirche und gegen die Polen. Unter anderem auf Seite 85. Aber, fährt er fort, du fanatisme à la barbarie il n'y a qu'une pas. Vom Fanatismus zur Barbarei ist es nur ein Schritt, sagte Denis Diderot. Diesen Schritt haben denn auch die Russen später vollzogen. Vom Fanatismus zur Barbarei. Hier handelt es sich also um Imponderabilien, um jene Unwägbarkeiten, welche Bismarck politisch so ernst nahm, die aber von machtgierigen Politikern stets unterschätzt werden. Durch den Sturz des falschen Demetrius waren dessen zweckmäßige und soziale Agrargesetze nicht nur nicht durchgeführt, sondern von der folgenden Regierung verworfen worden. Die seit dem Zaren Boris Godunow bestehende Wirtschaftskrise lastete noch immer auf Russland. Die Not des Volkes, die Unzufriedenheit der von Boris der Leibeigenschaft überantworteten Bauern wuchs, die soziale Überheblichkeit der Bojaren erregte Hass. Ein Aufstand der Bauern im Jahre 1607 begünstigte die Propaganda für den zweiten falschen Demetrius. Schon bald nach seinem Auftreten in der nördlichen Ukraine, interessanter Platz, ne? Nahe der polnischen Grenze, gewann er zahlreiche Anhänger und konnte innerhalb eines Jahres bis nach Moskau vorstoßen. Allerdings konnte er den Einzug in die Hauptstadt nicht erzwingen. Er errichtete aber vor Moskau in dem Dorf Tusino eine sogenannte Residenz. Von hier aus gelang es ihm, die unzureichenden Truppen des Zaren Schuiski zu schlagen und mehrere russische Städte und feste Plätze zu besetzen. Er behauptete, der Zar Demetrius zu sein, der sich während des Maiaufstandes des Jahres 1606 durch die Flucht aus Moskau gerettet habe. Die herrschsüchtige Marina erkannte sogar diesen zweiten falschen Demetrius unbedenklich als ihren totgeglaubten Gatten an. Das verlieh natürlich seinem Anspruch bedeutendes Gewicht. Marinas Brüder reisten nach Rom, um die Unterstützung des Papstes für den zweiten Demetrius zu gewinnen. Zunächst war man im Vatikan zurückhaltend und wollte nähere Nachrichten aus Russland abwarten, bevor man sich noch einmal bloßstellte. Vielleicht wäre aber dem zweiten falschen Demetrius ein ähnlicher zeitlicher Erfolg beschieden gewesen wie dem ersten, hätte der militärisch macht- und ratlose Zar Schuiski nicht im Februar 1609 ein Bündnis mit dem schwedischen König Karl IX. Abgeschlossen. Gegen die Abtretung russischer Gebietsteile im Ostseeraum stellten die Schweden dem Zaren ein Heer von 15.000 Mann zur Verfügung, das unter russischer Führung den zweiten falschen Demetrius vernichten sollte. Dieses verhängnisvolle russisch-schwedische Bündnis verursachte indessen das offene militärische Eingreifen Polens in diese russischen Wirren. Eduard Winter kennzeichnet die Lage sehr richtig. Zitat: Das Spiel mit den beiden falschen Demetris musste, so eifrig es auch von der römischen Kurie betrieben wurde, doch im Letzten irgendwie als peinlich empfunden werden. So ist die Begeisterung der päpstlichen Kurie begreiflich, dass sich endlich der rechtmäßige König von Polen selbst der Zarenkrone bemächtigen wollte. Noch am 8. November 1608 hatte der Staatskardinal Staatssekretär Borghese aus Rom von dem großen Beifall, den der Name Demetrius erweckt, berichtet. Seit aber im Jahre 1609 der König von Polen selbst eingriff, ist auf einmal nur noch vom falschen Demetrius oder Finto Demetrio die Rede. Deshalb begrüßte der Staatssekretär in seiner Weisung an den Nuntius die Absicht des polnischen Königs, Moskau zu erobern, mit großer Begeisterung. Es gibt kein glorreicheres und verdienstvolleres Unternehmen als die Eroberung Moskaus, heißt es in diesem Schreiben. Im Sommer des Jahres 1610
rückte ein starkes polnisches Heer unter Führung des Hetmans Zolkiewski in Russland ein und besetzte Moskau. Der Kreml fiel durch Verrat in die Hand der Polen. Zar Schuiski wurde als Gefangener nach Warschau gebracht, im Triumphzug des polnischen Königs Sigmund schmachvoll mitgeführt und endete im Jahre 1612 in einer polnischen Festung. Den zweiten falschen Demetrius ließen die Polen jetzt natürlich fallen. Er floh nach Kaluga und wurde dort ermordet. Ein Jahr später trat dann in Nowgorod noch einmal ein dritter falscher Demetrius auf, der aber bald geräuschlos verschwand. Man hatte ihn vermutlich bereits instruiert und in Reserve gehalten. Jetzt war der Demetrius-Schwindel durch die Ereignisse überholt. Da der jesuitenhörige polnische König Sigmund Herr über Russland zu werden schien, wurde der Vatikan wieder zuversichtlich. Der Papst erwartete daher das Zitat »unsere wahre christliche Religion« und der Autor sagt hier selbst zwischen Klammern natürlich die römisch-katholische nicht christlich, sehr schön von dem Autoren hier. Der Papst erwartete daher, dass, Zitat, unsere wahre christliche Religion, natürlich die römisch-katholische, sich über alle jene Gebiete ausbreiten werde, wo sowohl die Häresie als auch die Apostasie starke Wurzeln gefasst haben. Ende Zitat. Das hat der Papst hier gesagt, 6 Jahre vor Ausbruch des 30-jährigen Krieges. Wie denkt ihr? Ist da der geschichtliche Zusammenhang. Dieser religiöse Imperialismus, der Wille, die vermeintlich, zwischen Anführungszeichen, wahre christliche Religion, über Russland und alle anderen Länder zu verbreiten, wo Häresie und Apostasie Wurzeln gefasst haben, ist jedoch niemals aufgegeben. Und das gilt eben auch noch für heute. Dieser religiöse Imperialismus um die römisch-katholische Kirche überall zu verwurzeln, als einzige wahre Kirche, außerhalb derer es keine Erlösung gibt, das ist auch heute immer noch ein nicht aufgegebenes Ziel. Was durch den Demetrius-Schwindel zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Russland nicht gelang, wurde auf andere Weise fortgesetzt. Und jetzt eine kleine Bemerkung von mir nochmal eben. Auf welche verschiedene Weisen das fortgesetzt wurde, da handelt eben der Rest dieses Buches von. Wir haben noch knapp 240 Seiten. Und glaubt mir, es wird richtig, richtig interessant und spannend. Schiller dachte nach seinen vorliegenden Aufzeichnungen daran, sein geplantes Drama Demetrius nach dem Tode des ersten falschen Demetrius mit einem Monolog des kommenden zweiten abzuschließen. Zitat, indem er, so schrieb Schiller, in eine Reihe von Stürmen hineinblicken lässt und gleichsam das Alte von Neuem beginnt. Tja. Wie hieß das doch noch gerade, das Kapitel, in dem wir jetzt gerade sind? Dem Ende entgegen und danach, Moment, das nächste, ich weiß die ganzen Kapitelnamen nicht auswendig, aber wir lesen doch jetzt irgendwas von neuen Anfängen oder so, ne? War es nicht das? Oder kommt das noch? Ah ne, das kommt noch. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon vorher. Ja, das war das Kapitel hier vor sich, ja, ne? Das hieß dann... ah ne, das ist das Kapitel, das noch kommt. Entschuldigung, auf Seite 108, auf neuen Wegen zum alten Ziel. Ja, ich bin in dem Buch noch so drin, dass ich das teilweise ein bisschen durcheinander werfe, aber mit diesem Kommentar hier kann man da schon sehen, wie sich das entwickelt. Ich finde das unglaublich wichtig, dass wir uns da mal eben bei stillstehen. Am Ende auf Seite 87 steht, dieser religiöse Imperialismus, der Wille, die vermeintlich, zwischen Anführungszeichen, wahre christliche Religion, also den römischen Katholizismus, über Russland und alle anderen Länder zu verbreiten, wo Häresie und Apostasie Wurzeln gefasst haben. Dieser religiöse Imperialismus ist niemals aufgegeben. Das schreibt der Autor 1965 und das ist heute in 2024 immer noch der Fall. Und es wird der Fall bleiben bis zu dem Tage, an dem Jesus Christus zurückkommt und dem ganzen Spuk hier ein Ende macht. Was durch den Demetrius-Schwindel zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Russland nicht gelang, wurde auf andere Weise fortgesetzt.
Und das ist eben uns schon mal einen Einblick geben in das Kapitel, wo es heißt, auf neuen Wegen zum alten Ziel. In knapp 20 Seiten von wo wir jetzt sind. Schiller dachte nach seinen vorliegenden Aufzeichnungen daran, sein geplantes Drama Demetrius nach dem Tode des ersten falschen Demetrius mit einem Monolog des kommenden zweiten abzuschließen, indem er in eine Reihe von Stürmen hineinblicken lässt und gleichsam das Alte von Neuem beginnt. In diesem Sinne können auch wir diesen Abschnitt beschließen, indem wir auf die stets wiederholten, verschiedenartigsten, bis in die neueste Zeit unternommenen Versuche der Jesuiten hinweisen, Russland. Ganz Europa, sagt der Autor, nein, ich sage, die ganze Welt zu katholisieren und die Völker dem römischen Papst zu unterwerfen. Der Dreißigjährige Krieg in Deutschland folgte als gegenreformatorisches Unternehmen den zum gleichen Zweck entfachten Wirren in Russland. Daher können wir, wie Schiller, sagen, dass, Zitat, gleichsam das Alte vom Neuen beginnt, Ende Zitat, wenn auch mit anderen Mitteln und Methoden. Und das ist eben das Problem von den Menschen, hauptsächlich heutzutage eben auch. Wenn wir die Geschichte nicht kennen, dann sehen wir, dass sie mit anderen Mitteln und anderen Methoden immer dieselben Ziele verfolgen. Die Ziele sind immer dieselben. Die Ziele sind ad majorem Dei gloriam, zur größeren Ehre Gottes. Und wir sprechen hier nicht vom Gott der Bibel. Wir sprechen hier vom Motto der Jesuiten. Das muss man sich ganz deutlich und stark bewusst machen. Sie gebrauchen andere Mittel. Und ganz sicher heutzutage in dieser technologisierten digitalen Welt, in der wir heute leben. Und sie gebrauchen andere Methoden. Aber sie arbeiten immer, immer, immer an demselben Ziel. Das ist unveränderlich. Das ist semper eadem. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Die römisch-katholische Kirche ändert sich nicht. Ihre Ziele sind von Anfang an dieselbe. Weltherrschaft. Komplette Weltherrschaft. Die römisch-katholische Kirche will genau das erreichen, was der Papst dem Satan versprochen hat. Weil der Teufel hat dem Papst versprochen, all diese Königreiche, all diese Herrlichkeit, all diesen Reichtum, all diese Macht werde ich dir schenken, wenn du niederfällst und mich anbetest. Genau das, was der Teufel in Matthäus und Lukas jeweils Kapitel 4 Jesus Christus versucht hat mit zu verführen. Damit hat er das Papsttum verführt. Und das Papsttum können durch die Jahrhunderte verschiedene Menschen sein. Jeder dieser Menschen, der das Papsttum, den Stuhl, diesen sogenannten heiligen Stuhl besetzt oder besitzt, ja, da seinen Hintern draufsetzt und die Macht ausübt, die ihm dort von dem Drachen gegeben wurde, hat auf diese Art und Weise seine Seele verkauft und will die Herrschaft über die ganze Welt. Und dazu gehört Russland, dazu gehört China, dazu gehört Japan, dazu gehört Deutschland, dazu gehört Afrika, dazu gehört alles. Die ganze Welt. Wenn der Autor hier sagt, bis in die neueste Zeit unternehmen die Jesuiten Versuche, Russland, ja ganz Europa zu katholisieren. Nein, sie versuchen die ganze Welt zu katholisieren. Nur dann erfüllt der Papst die Bedingungen des Teufels, dafür zu sorgen, dass alle Menschen, die unter seiner Rigide stehen, die unter seiner Macht stehen, ihn anbeten werden. Das ist das Ziel der römisch-katholischen Kirche. Luziferianismus, Satanismus, nenn es wie du willst, das ist mir vollkommen wurscht. Ich mache da schon gar keinen Unterschied mehr. Es ist auf jeden Fall den, zwischen Anführungszeichen, Gott anbeten, der kein Gott ist, sondern der sich selber zum Gott erhebt. Und der dann da noch in Rom, im St. Petersdom, jemanden auf den Stuhl setzt, der von sich behauptet, Gott zu sein. Der von sich behauptet, der Stellvertreter des Sohnes Gottes auf dieser Erde zu sein. Vicarius Filii Dei. Mit natürlich der Falschlehre, dass der Sohn Gottes. Und wenn ich dann der Stellvertreter des Sohnes Gottes bin, dann bin ich gleichzeitig der Stellvertreter Gottes, nicht wahr? Sucht das Zitat mal selbst raus. Einer der Päpste in der Vergangenheit hat gesagt, ich kann beinahe alles tun, was Gott kann. Was kannst du also anderes aus mir machen, außer Gott?
Such das Zitat mal selbst raus. Ich habe es schon verschiedene Male rausgesucht und auch gebracht. Ich habe jetzt keine Lust, das hier jetzt nochmal zu machen. Das könnt ihr gerne mal selbst tun. Der Papst erfüllt hier in diesem Fall ganz genau die Vorhersage von Paulus aus 2. Thessaloniker, dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich vorgibt, als selbst Gott zu sein. Und dafür braucht er die Macht über die ganze Welt. Um nichts anderes geht es. Durch die Jahrhunderte hin, der 30-jährige Krieg Anfang des 17. Jahrhunderts, meine Lieben, das ist jetzt schon 400 Jahre her. Aber es hat sich nichts an den Zielen der Jesuiten und der römisch-katholischen Kirche geändert, die mit anderen Mitteln und anderen Methoden, mit wechselnden Mitteln und wechselnden Methoden, mit moderneren Mitteln und moderneren Methoden immer dasselbe Ziel verfolgen. Daher nochmals, sagt der Autor, daher können wir, wie Schiller, sagen, dass, Zitat, gleichsam das Alte von Neuem beginnt, Ende Zitat, wenn auch mit anderen Mitteln und Methoden. Wir werden noch sehen, in welcher Form dieses Alte in den folgenden Jahrhunderten bis heute immer wieder von Neuem begonnen wurde. Aber bevor es soweit ist, gehen wir in das nächste Kapitel, das heißt die dichterische Gestaltung des Falles Demetrius. Wie wir gesehen haben, hat der Historiker Panthenius den Fall des falschen Demetrius im Rahmen der vorhergehenden und nachfolgenden Ereignisse eine der ergreifendsten Tragödien der Geschichte genannt. Es überrascht also nicht, dass Friedrich Schiller, der dramatische Historiker oder der historische Dramatiker, diesen Stoff aufgriff, um aus dieser Tragödie der Geschichte ein Drama der Dichtung zu gestalten. Der große Dichter wurde bekanntlich durch seinen frühzeitigen, unerwarteten Tod an der Vollendung seines Dramas Demetrius verhindert. So. Der große Dichter Schiller wurde durch seinen frühzeitigen, unerwarteten Tod an der Vollendung seines Dramas Demetrius verhindert, wo er Dinge geschrieben, genannt, gesagt hat, gezeigt hat, aufgezeigt hat, die eine bestimmte, sag ich jetzt mal, wie heißt das so schön, dunkle Macht im Hintergrund nicht wollte. Bevor wir jetzt überhaupt weiterlesen, ich bin nach der Lektüre dieses Buches zu der Entscheidung gekommen, dass ich ganz fest davon überzeugt bin, dass der Dichter Schiller aufgrund dieser Arbeit, die er damals gebracht hat, von den Jesuiten ermordet wurde. Ob man das jemals beweisen kann, ob das überhaupt beweisbar ist, das ist mir vollkommen wurscht. Das ist mir vollkommen Jacke wie Hose. Aus dem einfachen Grund, ich kenne die Jesuiten. Ich habe genug über diesen Orden gelesen und ihr auch, wenn ihr die Buchlesung von Griesinger verfolgt habt und andere Lesungen, die verborgene Geschichte der Jesuiten und so weiter oder Code Red Babylon in Englisch, dass wir wissen, dass wir da sicher von sein können, dass wenn jemand mehr oder weniger überraschend früh in seinem Leben gehindert wird, alt zu werden, also mit anderen Worten, früh aus dem Leben tritt, einen oftmals frühzeitigen und unerwarteten Tod hat, dann kann man in solchen Fällen davon ausgehen, dass der Tod nicht natürlich war, auch wenn es vielleicht so ausgesehen hat. Aber Menschen ermorden und es auf einen natürlichen Tod aussehen lassen, das sind auch so, da sind natürlich die Jesuiten ganz, ganz stark drin. Ja? Das können sie. Das ist ihre Methode. Ja? Es überrascht also nicht, sagt der Autor, dass Friedrich Schiller, der dramatische Historiker oder der historische Dramatiker, genau diesen Stoff des Demetrius aufgriff, um aus dieser doch menschlichen Tragödie der Geschichte ein Drama der Dichtung zu gestalten.
Der große Dichter wurde bekanntlich durch seinen frühzeitigen, unerwarteten Tod an der Vollendung seines Dramas Demetrius verhindert. Schillers Demetrius war indessen, wie der Dramaturg Bulthaupt so wahr schrieb, ein neuer Schritt zum Höchsten. Die erhaltenen Bruchstücke und Aufzeichnungen Schillers bezeugen dies. Und bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich mal anregen, dass wenn jemand Zeit und Interesse hat, sich diese Originalschriften Schillers über Demetrius zu besorgen und die mal zu lesen. Die sind nicht leicht zu bekommen, das weiß ich. Ich habe es selbst schon versucht. Wenn jemand an authentizierte Kopien, also das heißt wirklich fälschungssichere Kopien von diesem Werk kommt, das interessant zu lesen ist, dann hier mein Aufruf, das über die Kommentare bekannt zu machen und auch die Möglichkeit zu geben, sich diese Dinge anzuschaffen. Ich denke, wenn wir uns noch tiefer mit dieser Sache beschäftigen, als der Autor das hier tut, wenn wir selbst die Möglichkeit haben, Schillers Werk, Schillers Einblicke einmal zu studieren, dann werden wir eine noch tiefere Einsicht in die ganze Wirkungsweise nicht nur dieses Aktes in der Geschichte über den Demetrius, sondern im Allgemeinen zu bekommen, über die Wirkungsweise, Handlungsweise, Denkweise der Jesuiten. Und das ist immer sehr interessant. Und der Schiller wird in seinem Stück, das kann ich jetzt schon sagen, viele Dinge verhalten schreiben, genau wie Jesus Christus viele Dinge in Parabeln erzählt hat, anstatt die einfache Wahrheit zu sagen. Also nicht, dass Jesus jetzt irgendwie nicht die Wahrheit gesagt hat, nur Jesus hat eben sehr viele Parabeln erzählt, um einen Punkt zu machen. Und man kann entweder den Punkt direkt machen oder man kann Parabeln erzählen. Jesus hatte einen Grund, dass er in Parabeln gesprochen hat. Er hat gesagt, diejenigen, die mich verstehen sollen, die werden mich verstehen. Und die anderen, die mich nicht verstehen können, die werden mich sowieso nicht verstehen. Also kann ich eben auch gut in Parabeln sprechen. Und solche Schriftsteller wie Schiller, die mehr oder weniger unverblümt mehr bestimmte Dinge an den Pranger stellen in solchen Werken, werden das meistens mit ihrem Leben bezahlen. Das hat sich in der Vergangenheit hundertfach, wenn nicht tausendfach bewahrheitet und wird sich auch weiter in der Zukunft so bewahrheiten. Wenn man bestimmte Grenzen überschreitet, dann wird man von den Jesuiten aus diesem Leben genommen. Das ist das Risiko, sage ich mal, mit dem man leben muss, wenn man bereit ist, sein Leben der Wahrheit zu opfern. Und ich habe nicht für nichts, also nicht ohne Grund, die Unterschrift bei dem Schillerbild geschrieben, wie viel wusste er wirklich. Weil wir kommen ja eine ganze Menge in diesem Lauf, im Lauf dieses Kapitels und im Lauf dieses Buches zu wissen über das, was Schiller wusste, aber nicht alles. Und deswegen dürfte es interessant sein, das herauszufinden. Und ich denke, dass man einen Teil davon herausfinden kann, vielleicht sogar einen großen Teil, wenn man in den Besitz dieser Schriften des Schiller über Demetrius kommt, wenn man in den Besitz kommt. Und ja, das, wie gesagt, fordere ich von meinen Zuschauern mal auf, sich damit mal zu beschäftigen. Wer wirklich Interesse hat in wirkliche Recherche, in wirkliche Untersuchung, der wird sich da mal reinwerfen und wird das natürlich dann auch seinen Brüdern und Schwestern durch Kommentare und Meldungen mitteilen. Am 16. Juni 1804 schrieb Schiller an Wilhelm von Wolzogen, Zitat, dass ich die abenteuerliche Expedition des falschen Demetrius jetzt dramatisch bearbeite, hat der Caroline geschrieben. Es ist ein tolles Sujet, also ein tolles Thema, Subjekt. Ja, Sujet ist das französische Wort für Subjekt. Aber ich unternehme es mit großer Lust und hoffe, etwas Gutes zu leisten. Ende Zitat. Die vorhandenen Bruchstücke und Entwürfe zeigen, dass Schiller sich mit dem vollendeten Drama Demetrius selbst übertroffen haben würde. In rastloser Arbeit mit gewohnter Gewissenhaftigkeit hat der Dichter die ihm damals zugänglichen Quellen ausgeschöpft und alles erdenkliche Material zusammengetragen, was ihn zur Gestaltung, zum Ausbau
und zur Farbgebung des gewaltigen Werkes erforderlich zu sein schien. Am 5. Januar 1805 schrieb Schiller an Iffland, Zitat: Freilich hat mich ein heftiger Anfall in diesem Sommer auf mehrere Monate sehr geschwächt, und dieser unfreundliche Winter ist mir auch nicht wirklich günstig. Dies ist die Ursache, dass es mit meinem Demetrius etwas langsam geht, an dem mir zu viel gelegen ist, als dass ich mit stumpfen Sinnen daran arbeiten möchte. Ende Zitat. Am 23. Februar, also 6 Wochen später, schreibt er noch einmal an den ungeduldig wartenden Iffland, Zitat: An den Demetrius werde ich nunmehr mit Ernst gehen, kann aber vor Ende Sommers keine Hoffnung machen, indem gar höllisch viel bei diesem Stück zu tun ist. Ende Zitat. Der Dramatiker hat andere Aufgaben als der Historiker. Das Drama soll nicht nur Ereignisse schildern und beurteilen. Es soll die seelischen Zustände und Regungen der im Rahmen dieser Ereignisse handelnden Menschen darstellen und deren Handlungsweise dadurch begründen. Diese Aufgabe gestattet dem Dichter, die Tatsachen seinen Absichten entsprechend zu verändern, was dem Historiker nicht erlaubt ist. Während es, historisch gesehen, kaum einen Zweifel unterliegen mag, dass der falsche Demetrius bis zu seinem Ende überzeugt gewesen ist, der echte Sohn Iwans des Vierten und somit der rechtmäßige Zar zu sein, lässt ihn Schiller nur anfangs von seiner Echtbürtigkeit und seinem Rechtsanspruch überzeugt sein. Schiller lässt den Demetrius zunächst fest an sein Recht glauben und schildert ihn als einen begeisterten Jüngling mit ritterlichen Eigenschaften und königlichen Wesenszügen. Nur einem solchen Demetrius konnte der Dichter, nicht der Historiker, konnte der Dichter diese Worte leihen. Zitat: Es ist die große Sache aller Staaten und Thronen, das geschehe, was rechtens ist, und jedem auf der Welt, das seine werde, denn da, wo die Gerechtigkeit regiert, da freut sich jeder sicher seines Erbs, und über jedem Haus, jedem Thron schwebt der Vertrag wie eine Cherubswache. Gerechtigkeit heißt der kunstreiche Bau des Weltgewölbes, wo alles eines alles hält, wo mit dem einen alles stürzt und fällt. Ende Zitat, erster Aufzug. Interessant, dass Schiller hier spricht von heißt der kunstreiche Bau des Weltgewölbes, wo alles eines alles hält, wo mit dem einen alles stürzt und fällt. Klingt nicht gerade, als ob Schiller ein Galileo, Kepler oder sonst wie astronomischer Glaube der runden Welt durchs Weltall fliegenden Kugelballes wäre, nicht wahr? Der kunstreiche Bau des Weltgewölbes klingt für mich anders. Aber gut, als der von seinem Recht überzeugte Demetrius aber danach eine von Schiller erfundene Gestalt, dem Mörder des in Uglitsch ermordeten Knaben Demetrius, über sich selbst aufgeklärt wird und sich selbst als Betrüger erkennen muss, tritt jene seelische Verwandlung ein, die sich in einem veränderten Verhalten gegenüber seiner Umgebung verrät und die ja, wenn auch aus anderen Gründen, auch historisch feststellbar ist. Nach Schillers Plan sollte der vor sich selbst als Betrüger entlarvte Demetrius den Überbringer dieser niederschmetternden Nachricht als den einzigen Mitwisser des Betrugs ermorden. Die seelische und moralische Wandlung des Jünglings bewirkt die Erkenntnis, nicht der berechtigte Prätendent, sondern durch die Schuld anderer zum Betrüger geworden zu sein. Aber jetzt? Jetzt, nachdem er am Ziel ist, jetzt will Demetrius diesen Betrug bewusst vertreten. Auf diese Weise wird der bislang für Recht und Wahrheit kämpfende Demetrius bei Schiller zum betrogenen Betrüger. Der Literaturhistoriker Hermann Hettner erkannte dabei sehr richtig: Schiller vollziehe in seinem Demetrius eben die bewusste Wendung zur realistischen Tragödie, die auf absichtliche Verkörperung einer sittlichen Idee verzichtet. Demetrius fällt als Betrüger, der seiner Rolle nicht gewachsen ist, als Verbrecher. Die Teilnahme kann hier nicht dem moralischen Wert gelten,
nur dem Geschehen und den darin entfalteten, im Guten oder Bösen, ungewöhnlichen Eigenschaften. Die tragische Situation ist eine dem Helden durch die Verkettung der Umstände aufgezwungene. Was der Held aus dieser Situation mache, ist Sache seiner freien Selbstbestimmung. Ende Zitat. Schiller schrieb zu dieser Verkettung der Umstände: Demetrius erscheint zuerst im Stand der glücklichen Unschuld. Denn das ist eben das Tragische, dass ihn die Umstände zuletzt in Schuld und Verbrechen stürzen. Seine Unschuld ist keineswegs sentimental. Demetrius wird eine tragische Person, wenn er durch fremde Leidenschaften, wie durch ein Verhängnis, dem Glück und dem Unglück zugeschleudert wird und bei dieser Gelegenheit die mächtigsten Kräfte der Menschheit entwickelt, auch die menschliche Verderbnis zuletzt erleidet. Ende Zitat. Es ergab sich aber zur Verdeutlichung dieser Situation für den Dichter die Beantwortung der wichtigsten Frage. Wie war das möglich? Schiller schreibt in seinen Entwürfen zum Demetrius, Zitat: Hauptsächlich ist zu erfinden, wie Demetrius für den Zarewitsch erkannt wird, ohne selbst zu betrügen, und wie auch er getäuscht wird. Jemand muss schlechterdings sein, der diesen Betrug absichtlich schmiedet, und die Absicht muss klar und begreiflich sein. Ist's ein Feind des Boris, also Godunov? Ist's ein Ehrgeiziger, der einen Weg dadurch zu machen denkt? Ist's ein Religionseiferer? Wie kam er auf diese abenteuerliche Idee? Welches Mittel erwählte er, um diesen Betrug auszuführen? Und wann kommt er selbst zum Vorschein? Der falsche Demetrius muss sich also aus seinem kindlichen Alter nichts bewusst sein, was der Möglichkeit widerspricht, dass er der Iwanowitsch sein könnte. Ja, im Gegenteil, muss sich in seiner Knabenzeit etwas finden, was jenen Selbstbetrug unterstützt. Die Zeit vor seiner Erkennung ist zweifach. Erstens diejenige, wo man noch keinen Plan mit ihm hatte, also seine ganz frühe Knabenzeit. Und zweitens diejenige, wo man ihn schon, doch ohne dass er es wusste, zu der Zarsrolle bestimmt hatte und ihn daher in Bezug auf diesen Plan behandelte. Ende Zitat. Wir haben gesehen, dass gerade die Berichte des päpstlichen Nuntius Rangoni über diese Zeit und die Erlebnisse des falschen Demetrius nach dem Misslingen des Unternehmens aus den Akten des Nuntius verschwunden sind. Es scheint also, als sei sehr viel zu verbergen. Jedenfalls sah Schiller ein, wie nötig es war zu zeigen, wie und weshalb der falsche Demetrius gestartet wurde und von wem. Denn auch hier wären die Worte des Landgerichtspräsidenten im Hamburger Anastasia-Prozess im Jahre 1959 anwendbar. Denn welche dunklen Kräfte hier im Hintergrund wirken, ist noch völlig ungeklärt. Aber Schiller war bereits auf dem richtigen Weg zu diesen Hintergründen. Er schreibt in seinem Plan, Zitat: Die Katholiken, und ich füge eben hinzu, die westlichen, die römischen Katholiken, besonders die Jesuiten, müssen auch geschäftig sein. Ja, vielleicht kann die Hauptintrige von ihnen ausgehen. Ende Zitat. Das heißt, sie müssen planend und wirkend dargestellt werden. Es muss gezeigt werden, wie man den zu dem Betrug auserkorenen Jüngling von seiner Echtbürtigkeit überzeugt. Wie man dies auch bei der falschen Zarentochter Anastasia getan hat. Erst nach dieser Insinuation konnte man ihn veranlassen, in voller Überzeugung seine Rechte auf den Zarenthron geltend zu machen. Der Richter Friedrich Hebbel stellt daher in seinem Drama Demetrius den jesuitischen Plan, Russland zu katholisieren mit der westlich-römisch-katholischen Kirche, klarer heraus. Er lässt den päpstlichen Legaten und einen Jesuiten auftreten, welche diese Pläne unter sich offen bereden. Der russische Dichter Puschkin kennzeichnet den falschen Demetrius in seinem dramatischen Gedicht Boris Godunov sogar als der Jesuiten frommer Zögling, Akt 3, Aufzug 3. Schiller war über die Tätigkeit der Jesuiten gut unterrichtet. Sein Geisterseher zeigt dies.
Auch dort wird ein Thron für den Katholizismus erobert, indem man mittels einer groß angelegten Intrige den Thronfolger eines protestantischen Landes zum Übertritt zur katholischen Kirche veranlasst. Ein wenig Geschichte aus Polen? Fragezeichen. Diesen geheimen jesuitischen Umtrieben im Hintergrund und den finanziellen Spekulationen im Vordergrund des Demetrius-Unternehmens gelten die warnenden und drohenden Worte des Fürsten Sapieha, der im polnischen Reichstag vorbringt. Zerreißen will ich das Geweb der Arglist, aufdecken will ich alles, was ich weiß. Das bezieht sich eben auf den Demetrius-Schwindel und nicht etwa, wie schon einmal falsch behauptet wurde, auf das Geheimordenswesen und die politischen Zustände zur Zeit Schillers. Als der polnische Reichstag dann durch einen von den Bischöfen veranlassten Mehrheitsbeschluss den Demetrius staatliche Unterstützung gewährt, schleudert Sapieha der Versammlung die berühmten Worte entgegen, durch die er die Mehrheit entwertet. Die Mehrheit? Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn. Verstand ist stets bei wenigen nur gewesen. Bekümmert sich ums Ganze, wer nichts hat? Hat der Bettler eine Freiheit, eine Wahl? Er muss dem Mächtigen, der ihn bezahlt, um Brot und Stiefel seine Stimmen verkaufen. Man soll die Stimmen wägen und nicht zählen. Der Staat muss untergehen, früh oder spät, wo Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet. Ende Zitat. Nun gehörte der historische Leo Sapieha, der Großkanzler von Litauen, ganz im Gegensatz zu der Gestalt in Schillers Dichtung, gerade zu den eifrigen Befürwortern des Demetrius-Unternehmens. Sapieha sollte dann auch nach Schillers Planungen in dem Drama nicht wieder auftreten, obgleich er diese schwerwiegenden Worte eingangs gesprochen hatte. Das hat eine Bedeutung. Der Wiener Regisseur und Dichter Heinrich Laube hat indessen in seiner Fortsetzung des Schillerschen Demetrius-Fragments dem Fürsten Sapieha nach dem Erfolg des Demetrius noch einmal auftreten und jene auf dem Reichstag gesprochene Worte zurücknehmen lassen. Zweifellos wollte Laube mit seinem gegen Schillers an und Absicht geschaffenen Auftritt des Sapieha der damals aufstrebenden demokratischen Partei und dem von ihr geforderten Mehrheitswahlrecht entgegenkommen. Nur wurde diese Auffassung nicht von Schiller selbst vertreten. Man darf dagegen annehmen, dass Schiller mit diesen markigen Worten des mit dichterischer Freiheit umgestalteten Sapiehas sich selbst äußern wollte. Darum lässt er den Sapieha nicht wieder erscheinen, denn wie diese Gestalt des Dichters hat sich Schiller selbst geäußert. Er sagte mit Bezug auf die Beschlüsse der französischen Nationalversammlung von 1789 oder 1792, also der französischen Revolutionszeit, es sei unmöglich, dass von einer Gesellschaft von 600 Menschen etwas Vernünftiges beschlossen werde. Wie viele Leute haben wir im Bundestag der sogenannten Bundesrepublik Deutschland? Sind es nicht auch ungefähr 600 Leute? Es sei unmöglich, dass von einer Gesellschaft von 600 Menschen etwas Vernünftiges beschlossen werde? Ist das nicht eine Widerspiegelung unserer Welt heute? Schon 2 Jahre vorher hatte er diese Meinung gefasst und auch begründet. Er schrieb, Zitat: Bei großen Versammlungen, wo die Privatverhältnisse und Leidenschaften mit einwirken, wo die Menge der Hörer der Eitelkeit und dem Ehrgeiz des Redners einen zu prächtigen Spielraum gibt und die Parteien oft mit ungezogener Heftigkeit durcheinander stürmen, kann selten ein Ratschluss mit derjenigen Nüchternheit und Reife gefasst werden, wie doch wohl in einem engeren Zirkel geschieht, wenn die Mitglieder gut gewählt sind. Nicht zu gedenken, dass bei einer zahlreicheren Menge mehr beschränkte als erleuchtete Köpfe vorauszusetzen sind, die durch das gleiche Recht der Stimmen die Mehrheit nicht selten auf die Seite der Unvernunft lenken. Ende Zitat. Mann, man muss sich diese Worte doch einmal in unserer heutigen Zeit nochmal wirklich vor Augen führen. Ich meine, wow. Ich meine, das ist hier 1965 geschrieben, dieses Buch. Aber er schreibt hier ja über Schiller. Das ist Schillers Meinung.
Bei großen Versammlungen, wo die Privatverhältnisse und Leidenschaften mit einwirken, wo die Menge der Hörer der Eitelkeit und dem Ehrgeize des Redners einen zu prächtigen Spielraum gibt und die Parteien oft mit ungezogener Heftigkeit durcheinander stürmen, kann selten ein Ratschluss mit derjenigen Nüchternheit und Reife gefasst werden, wie das wohl in einem engeren Zirkel geschieht, wenn die Mitglieder gut gewählt sind. Nicht zu gedenken, dass bei einer zahlreicheren Menge mehr beschränkte als erleuchtete Köpfe vorauszusetzen sind, die durch das gleiche Recht der Stimmen die Mehrheit nicht selten auf die Seite der Unvernunft lenken. Diese hier ausgesprochene Meinung Schillers entspricht jenen Worten des Sapir. Ja, diese Sätze könnten als Erläuterung jener Verse gelten. Aber darüber hinaus weisen die Worte Sapirs auf die sozialen Missverhältnisse hin, deren Auswirkungen seine Meinung noch weiter bekräftigen. Die Besitzlosen müssen ihre Stimme im Sinne und zugunsten der Besitzenden abgeben, weil sie unter deren Druck stehen. Das heißt, der Arme muss seine Stimme dem Mächtigen verkaufen. Ob dessen Macht nun auf wirtschaftlicher oder religiöser Grundlage beruht, ist dabei in der Wirkung vollkommen gleich. Diese sozialen Zustände hat Schiller in seiner folgenden, schon fast fertigen Szene mit bloßstellender Satire dargestellt. Das Verhalten der Bevölkerung entspricht dort genau den Worten der Sapir im Reichstag. Es war nicht beabsichtigt, Schillers Demetrius-Fragment hier in allen Einzelheiten zu untersuchen und zu beurteilen. Es sollte nur gezeigt werden, dass Schiller in diesem falschen Demetrius ebenfalls ein Werkzeug der Jesuiten bzw. ein Werkzeug des westlichen Katholizismus erblickte. Er hätte, das lassen seine Aufzeichnungen erkennen, er hätte diese Umstände auch in irgendeiner Weise sinnenfällig dargestellt, hätte ihn der plötzliche Tod nicht an der Vollendung des Dramas verhindert. Noch auf seinem letzten Krankenlager sprach Schiller oft über den Demetrius. Zweifellos hätte er die dunklen Kräfte im Hintergrund nicht nur erkannt, sondern auch in seinem Drama enthüllt, wie er sie in seinem Geisterseher enthüllt hatte. Er deutet in seinen Aufzeichnungen bereits an, er beabsichtige die Hauptintrige von den Jesuiten ausgehen zu lassen. Damit hätte er allerdings, ganz nach den Worten seines Sapir, das gewebte Arglis zerrissen und alles aufgedeckt, was er wusste, was aber damals nur wenigen bekannt war. Als Schiller den Demetrius plante und begann, war der Jesuitenorden zwar in den katholischen Ländern gemäß dem Auflösungsbriefe des Papstes Clemens XIV. Dominus ac Redemptor Nostro vom 21. Juli 1773 offiziell aufgelöst worden. Der Krypto-Jesuitismus gedieh indessen insgeheim weiter und in Russland erfreuten sich die Jesuiten sogar der besonderen Gunst des Zaren Paul I. und seiner Gattin, der Zarin Maria Fedorowna. Der Erbprinz von Weimar, Karl Friedrich, der lebte zwischen 1783 und 1853, hatte sich nun im Jahre 1804 mit der russischen Großfürstin Maria Pawlowna, der Tochter des Zaren I. und der Zarin Maria Fedorowna, vermählt. Der Herzog Karl August von Weimar war somit der Schwiegervater dieser Zarentochter und die Zaria-Witwe die Schwiegermutter des Erbprinzen von Weimar geworden. Am 6. September 1804 schrieb Schiller an Wilhelm von Wollzogen, Zitat, »Was du von den Äußerungen des Anteils schreibst, den die Kaiserin, also die Zarin Maria Fedorowna, und die Großfürstin Maria Pawlowna an mir genommen hat, hat mich erfreut und getröstet.« Schillers Schwägerin, Caroline von Wollzogen, berichtet, Zitat, »Schon bei Beendigung des Tell trug Schiller den Demetrius im Sinn. Er sprach oft darüber und entwarf den Plan des Stücks und einzelne Szenen. Die Verbindung unserer fürstlichen Familie mit dem russischen Kaiserhause war natürlich oft der Gegenstand unseres Gesprächs. Ich hätte eine sehr passende Gelegenheit, sagte Schiller eines Abends. Ich hätte eine sehr passende Gelegenheit in der Person des jungen Romanow, der eine edle Rolle in Demetrius spielt, der Kaiserfamilie, also dem Zaren aus dem Hause Romanow, viel Schönes zu sagen. Am folgenden Tage sagte er, nein, ich tue es nicht.
Die Dichtung muss ganz rein bleiben. Wir müssen beachten, dass der Herzog Karl August von Weimar Schillers Schaffen mit einem gewissen Misstrauen beobachtete. Das hatte mancherlei Gründe, politischer und persönlicher Art. Als Schiller seine romantische Tragödie Die Jungfrau von Orléans geschaffen hatte, schrieb der Herzog sehr besorgt an Caroline von Wolzow. Zitat: Mit Schrecken habe ich erfahren, dass Schiller ein Theaterstück, die Pucelle d'Orléans, wirklich geschrieben hat. Ich hatte davon munkeln hören, glaubt es aber nicht. Machen Sie doch, gnädige Frau, dass ich dieses Stück zu Gesichte bekomme, ehe es in die Welt tritt oder ehe es auf unserem Theater gespielt zu werden die Einrichtung bekommt. Das Sujet ist äußerst skabös, also gefährlich, und einem Lächerlichen ausgesetzt, das schwer zu vermeiden sein wird. Zumal bei Personen, die das Voltaireische Poem, also Gedicht, fast auswendig wissen. Das Drama durfte denn auch zuerst nicht in Weimar aufgeführt werden. Die Erstaufführung fand zu Leipzig in Schillers Gegenwart statt. Es wäre also sehr wohl möglich, dass der Herzog von Weimar auch den Demetrius der russischen Verwandtschaft wegen für äußerst skabrös gehalten hätte, zumal der regierende Zar Alexander I. dem russischen Historiker Karamsin verbot, den Fall Demetrius eingehender zu behandeln. Jedenfalls muss man zu dieser Auffassung kommen, wenn man die merkwürdig gewundenen Erklärungen Goethes liest, mit denen er es begründet, seine Absicht aufgegeben zu haben, Schillers Demetrius nach dessen Tode zu vollenden. Na, das wäre doch mal eine Geschichte gewesen, wenn Goethe die angefangene Geschichte des Demetrius beendet hätte. Goethe und Schiller. Zwei, denke ich ohne Zweifel, der größten deutschen Dichter des ehemaligen Landes, der Dichter und der Denker. Wenn die sich daran gemacht hätten, die Sache so zu schreiben. Na gut, von Goethe wissen wir, dass er Freimaurer war und da Jesuiten kontrolliert, was daraus geworden wäre, weiß ich nicht. Von Schiller wissen wir es nicht. Ich weiß es von Schiller bis heute nicht. Es weist nichts darauf hin, dass er irgendwelche Beziehungen in der Richtung hatte. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass Schiller starb, weil er zu viel hat veröffentlichen wollen. Mit anderen Worten, dass er sich zu sehr an den Sapir, seine Figur hier, gehalten hat, der eben sagt, über die Mehrheit und ja, was wir gelesen hatten auf Seite 93, was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinnverstand, ist stets bei wenigen nur gewesen. Schiller hat ganz, ganz tiefe Einblicke gehabt und deswegen eben meine interessante Frage. Wie viel wusste Schiller wirklich? Das ist die große interessante Frage und da werden wir nächstes Mal weiter hingehen, wenn wir dieses Thema, dieses Buch weiter besprechen werden, Kreml und Vatikan. Wir machen jetzt eine Pause auf Seite 97 und werden dann nächstes Mal in der 9. Lesung damit fortfahren. Ich hatte mir damals eine Note genommen von wegen auf Seite 93, auf Seite 92, da wäre was. Nein, das war in einem anderen Buch. Ich habe die verkehrten Notizen. Na gut, nicht weiter. Ach ja, die Mehrheit, genau. Ja, das habe ich mir notiert. Die Mehrheit, was ich gerade nochmal sagte, was ich auch zweimal vorgelesen hatte, glaube ich, von dem Sapir. Moderne Kriege sollte ich das mal vorbringen. Na, heute ist Freitagabend, der 28. Juni, und wir machen nachher eine Sendung Moderne Kriege. Dann werde ich das nachher mal zum Besten bringen. Welches Video eher erscheint, das ist die große Frage. Das wird ungefähr zeitgleich sein, aber das spielt keine Rolle. Ich möchte nochmal eindringlich darauf hinweisen, bitte besorgt euch das Buch und sei es auch nur als PDF. Der Link ist in der Beschreibung dieses Videos und lest es selber. Und ihr werdet sehen, dass ihr teilweise auch noch Dinge, Erkenntnisse gewinnt, von denen ihr bis jetzt noch niemals zu träumen gewagt habt. Wie gesagt, der letzte Satz von heute. Man muss zu dieser Auffassung kommen, wenn man die merkwürdig gewundenen Erklärungen Goethes liest. Ja,
gewunden, weil er, warum windet er sich? Er ist selbst Freimaurer, er ist selbst Jesuiten kontrolliert, mit denen er es begründet, seine Absicht aufgegeben zu haben, Schillers Demetrius nach dessen Tode zu verhindern. Warum windet sich Goethe daraus, Schillers Demetrius zu beenden? Vielleicht hat er noch einen Funken Gewissen als Freimaurer und Jesuitenkontrollierter Mensch, der ihm nicht gestattet hat, das Werk eines Jesuitengegners selber als jesuitenunterworfener Freimaurer zu beenden. Und deswegen hat er sich rausgewunden mit scheinheiligen Ausreden, um es eben nicht zu machen, um der Öffentlichkeit es nicht zu verantworten, dass er das gemacht hat. Wie es weitergeht in der 9. Sendung und bis dahin bitte lest eure Bibel. Shalom, Maranatha.